Hallo, liebe Deutschlernende! Heute sprechen wir über die Zeitangabe 3:45. Ja, 3:45 oder 3:45, 3:45 und so weiter. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich werde es sehr einfach erklären und sehr verständlich erklären. Und ich bin mir sicher, am Ende dieses Videos ist die Sache ein bisschen klarer. Und zwar in Berlin, aber auch in Mittel- und Süddeutschland sagt man das so. Ja, sagt man, in diesen Gebieten hört man manchmal 3:45, 3:45 und so weiter. Okay. Und 3:45 ist 3:45 Uhr. Ja. 3:45 Uhr ist 3:45. Ja. Warum? Warum? Okay. Ich werde es erklären. Also, wenn ich zum Beispiel sage 3:30, ja, das ist direkt analog. Ja. 3:30 bedeutet 3:30 Uhr. Ja, das bedeutet eine halbe Stunde nach 3. Im Deutschen sagt man 3:30. Und man sagt das, weil die vierte Stunde noch nicht voll ist. Ja, also stell dir vor, Mitternacht. Okay, Mitternacht. Nullte Stunde. Also 0 Uhr. 0 Uhr. Und dann eine Stunde später, es ist 1 Uhr. Und wenn 1 Uhr ist, dann ist die erste Stunde voll. Ja, dann ist die erste Stunde vorüber. Ja. Wenn 1 Uhr ist, dann ist die erste Stunde vorüber. Sie ist voll. 12:30 ist 0:30 Uhr. Ja, denn wir haben nur die Hälfte der ersten Stunde des Tages. Und deswegen sagt man 12:30. Ja, analog 3:45. Ja, wir hatten die erste Stunde, die zweite Stunde, die dritte Stunde. Aber die vierte Stunde ist nur zur Hälfte vorüber. Und deswegen sagen wir 3:30, wenn wir 3:30 Uhr meinen. Wenn wir 30 Minuten nach 3 meinen. Wenn wir eine halbe Stunde nach 3 meinen, sagen wir 3:30. Ja? Denn wir sind in der vierten Stunde, die aber noch nicht voll ist. Ja? Wir sind in der vierten Stunde. Ja? Und die vierte Stunde ist zur Hälfte vorüber und deswegen sagen wir 3:30. Und ich denke, jetzt fängst du bestimmt an zu verstehen, warum man 3:45 sagt. Denn wenn man 3:45 sagt und damit meint 3:45 Uhr, ja, dann meint man damit, dass man in der vierten Stunde ist. Die vierte Stunde ist noch nicht voll, sondern sie ist nur zu einem Dreiviertel voll. Ja, 3:45. Das bedeutet das. Ja. 3:45. Ja. Eine Viertelstunde dauert es noch, bis es 4 Uhr ist. Ja. 3:45 Uhr. Ja, wir haben 3/4 der vierten Stunde vorüber. Ja, 3:45 Uhr. Analog sagt man auch 3:45 Uhr. Ja, das ist, na, kannst du es erraten? Was bedeutet 3:45 Uhr? Ja, ich habe eigentlich geplant, es in diesem Video zu sagen, aber ich möchte es als kleinen Test lassen. Okay, hinterlasse einen Kommentar und sage mir,
welche Uhrzeit das ist. Ja? Viertel vier. Was bedeutet Viertel vier? Ja? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar und ich werde dich loben, wenn du es richtig hast. Und wenn du es nicht richtig hast, dann werde ich dir es noch genauer in den Kommentaren erklären. Okay? Was bedeutet Viertel vier? Falls du dir nicht sicher bist, dann schau dir dieses Video noch einmal an und trau dich, eine Antwort zu schreiben, selbst wenn du nicht sicher bist. Okay? Ich hoffe, dies war verständlich und wenn du es falsch machst, dann ist das meine Schuld, dass ich dieses Thema nicht gut genug erklärt habe. Ja, aber es ist auch ein kleiner Test für mich, wie gut ich dieses Konzept in diesem Video erklärt habe. Okay? Viertel vier. Welche Uhrzeit ist das? Ich bin gespannt, was du so schreibst. Und wie gesagt, ja, es wird nur in manchen Regionen benutzt. Ja. Also man sagt so, man sagt das in Berlin, manchmal auch in Mittel- und Süddeutschland, ja, aber nicht in ganz Deutschland. Ja. Andere Leute sagen 3.45 Uhr oder Viertel vor vier, ja, wenn sie dreiviertel vier meinen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss!